Hallo und herzlich willkommen beim Tabletop Simulator mit Kür und Dano und mittlerweile ist der PC ja auch dabei. Das ist die dritte Folge von unserem Stream, den wir, jetzt müsste ich das Datum natürlich wissen, den wir am Samstag, den 3. Juni hatten. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich wüsste nicht wie. Ui, ich krieg keine Begriffe, du. Ich auch. Oh Gott, bist du, okay, den kriege ich vielleicht sogar hin, aber ich muss mal wechseln von der Farbe rot, gefällt mir nicht so. Also. Skispringen. Nein. Bergsteigen? Nein. Wasserrutsche? Warte mal. Machen wir da noch was dazu. Da kennen wir voll gut, was das ist. Ein Tipi? Nein. Ein Baum? Ja. Und was ein Selbstmord? Nein. Wie soll man sowas malen? Okay. Also Baum hast gelb ist, ist es Schnee. Genau, das war auch mein Gedanke. So. Neuer Versuch. Machen wir da ein bisschen kleiner. Ein Baum. Ja. Schaukel. Nee. Ast. Insektenbefall. Nein. Moment, ich muss mal Hilfe rufen. Ja? Ja, super, sowas kann ich ja nicht zeichnen. Egal, machen wir es mal. Kommt da noch was? Mädchen? Ja. Nein? Kein Mädchen. Tentakel? Tentakel. Kein Kletterpark. Warte, der Ole hat's ja schon gelöst. Sibulus auch. Ja, Leute, richtig, das ist ein Tarzan. Tarzan? Ja, das war eine Liane. Und das soll die Jeans sein? Also, nein. Bäume wachsen aber keine Lianen. Das ist doch dazu also, mit den langen Zotteln. Sebi hat's als erstes. Ich schau gerade, warte mal. Da stand schon ein paar Mal Tarzan. Ja, Sebulus war der Schnellste. Okay. Jetzt hat er seinen dritten Punkt wieder. Mhm. Hm. Oh Mann. PC, du kannst übrigens auch Vorschläge Kühe und mir geben. Ja, ich bin nur ganz fasziniert von dir. Was von unseren Zeichnungen? Versuchte mitzuraten. Jetzt habe ich da ein ganz leichtes. Ja. Du malst ein Schild. Malst du jetzt Kujas Türme nach? Könnte man meinen, ja? Hamburger Wappen steht da im Chat. Ja. Was führt sie im Schilde? Ja, das frage ich mich auch. Wir fertig. Huck Coburg? Ritterschild. Naja, irgendeine Art von Schild oder Wappen muss ja sein. War ja schon, also im Chat haben schon Leute richtig geraten, was das
Dann was ich damit sagen will. Ja, Hamburg soll das sein. Ah, das ist okay. Halt, ist halt, das war, weil, was soll ich malen, den Michel oder? Ich habe keine Ahnung. Schwierig, schwierig. Ja. Also Hamburg war es und ich glaube, also Farming hat als erstes gesagt Hamburger Wappen und Sebi hat als erstes gesagt Hamburg. Ja, gibt's beiden. Nein, einer kriegt den Punkt. Ihr müsst euch anstrengen. Sie vergibt nur einen Punkt. Ich bin geizig mit dem Punkt. Ja, ich merk schon, du bist dann voll geizig. Dann bekommt jeder einen halben Punkt. Einen halben Gummipunkt. So, dann, Der Sebi fragt, wer hat den Punkt jetzt bekommen? Herzlichen Dank, alter Sack. Gute Unterhaltung, jeden Tag, mach weiter so. Kinoleinwand. Passt. Fernseher. Lachbildschirm. Staffelei. Mir, es geht darum, was man da sieht. Bogenschießen, Robin Hood. Dritter Wettkampf. Wie heißt der? Was denn? Achso, nein, das war ja Armbrust. Ja, Piki. Ah, danke, Marquardt, du hast mich erlöst. Portal Knights. Alter Falter. Ein Bogenschützer, ein Schwertkämpfer und ein Magier. Und das Ganze im Fernseher, damit klar ist, das war ein Let's Play von uns. Nicht okay. Schlecht. Aber er war nicht derjenige, der es vorgeschlagen hat, oder? Nein. Nein, das war Sebulus. Hey, nicht schlecht. Du hättest das an. Ich habe mir echt überlegt, zeichne ich jetzt ein Schloss und dann zeichne ich die drei Maxen rundherum? Oder wie zeichnet man Portal Knights? Ja, Ladebildschirm. Mist, an den habe ich nicht gedacht. Pflaster? Ja. Aber das war es noch nicht. Das wollte ich auch gerade. Ich weiß es. Ich weiß es nicht. Ich habe das, du weißt das! Männerschnupfen? Aua? Pflaster auf die Tränen? Alter, das sind doch alte Streber. Trostpflaster. Ist richtig. Trostpflaster. Die sind im guten Chat. Wer hat als erstes gesagt? Talia, wenn ich das richtig sehe. Dritter Punkt. Eieiei. Habe ich schon erwähnt, dass ich in diesem Spiel schon immer schlecht war? Ich auch. Ich habe mich da ehrlich gesagt von Kür über... nicht überreden. Ich habe es mal ausprobiert und habe mir gedacht, weißt du was, das macht Spaß. So, was haben wir dann noch? Ja, aber ich bin immer verzweifelt, wenn ich das spiele. Ich eigentlich auch, aber mit Kür hat es dann gestern Spaß gemacht. Du warst doch eh da. Nein, du warst nicht dabei. Ja, nee, Sekaya haben wir erheitert. Ich habe keine Ahnung, ob ich das überhaupt zeichnen kann. Ich probiere es einmal. Oh Gott. Ich hätte meine Hilfe im Internet suchen sollen. Also ich habe jetzt nur noch zwei zeichenbare Begriffe, sag ich mal. Wenn ihr also, wollt, postet mir noch ein paar Begriffe. Wow, schöne Perspektive. Brandenburger Tor? Woher weißt du das? Wie kamst du bei dem Bild auf die Idee? Da fehlt seitlich noch ein bisschen was, aber das Tor ist ja da.
Okay, gut, das kann ja jedes passt. Andere Tor auch ja, sein. Ja! Das kann ein Autobahn auch sein. Glückwunsch, Kühe! Petzi, so ging es gestern die ganze Zeit. Wir beide malen nur irgendeinen Quatsch und der andere errät. Und wir wissen beide nicht, warum. Schwarz ist gut, ja. Oh, hi, are you? Das ist mein letzter Schwein. Oh, herzlich willkommen, Schwester von Kühe. Die schaut ab und an mal kurz vorbei. Ja, ja, kleines Lästerschwein. Ah ja, hast du schon mal erwähnt. Mit der spielst du doch derzeit LOL immer wieder. Ja. Einmal. Was macht Danu da? Ich kritzel. Hallo Maximal. Die Kia hat eh schon ganz. Ach so, ich bin jetzt am Zeichnen. Ja, ja. Oh und Gott, du darfst. Sekunde, da brauche ich eine Vorlage. Das wird ja nix. Oh Gott. Schwierig. Ach, da oben sieht man es nicht, schade. Ein Hase? Ein Fuchs? Eichhörnchen? Nee. Was zum Teufel? Ja, Entschuldigung. Hier sind die vier. Ein Jabor? Ja. Ja! Das ist ein Jabor? Ja, Entschuldigung. Der Scheiße. Okay. Jetzt habe ich mich gefreut. Kühe, fürs nächste Mal sollte man so eine Liste da oben anlegen. Ja? Oh, Petzi kriegt den Punkt. Nein, stimmt nicht. Nein, was? Stopp. Wieso nein, nicht? Dalia le Libre. Was, echt? Ja. Schau mal, sowas das sollte man das nächste Mal anlegen. Ganz oben. Ja, ich habe es auch übersehen. Das war irgendwie... Talia und Sebi gleich auf? Mhm. Ich meine, jetzt nochmal alle nachzustellen ist ein bisschen schwierig, oder weißt du deine ganzen Begriffe noch? Nicht alle. Egal. Egal. Aber fürs nächste Mal könnte man sowas echt machen, Gott. Jetzt lösche ich es wieder, aber jetzt ist es sinnlos. So. Yeah. Nein, ich wollte diesen. Ich komme mit der Steuerung von dem Spiel noch nicht so ganz klar. So. So, was habe ich noch für schöne Begriffe? Da war was Leichtes. Ja, ich will jetzt was Leichtes. Wenn ich so mal, ist nicht leicht. Ja. Du Scheiße. Hab ich gesagt, leicht? Auto? Mhm. LKW? Und welcher? Coca-Cola-Truck? Krankenwagen? Nein. Rettungswagen? Nein. Feuerwehr? Ja. Ein Feuerwehrauto. Bekannt Drive This. Ja, das wäre auch. Na, Bekannt Drive This wäre es ganz einfach gewesen. Bekannt Drive This hätte ich einfach eine Strecke von Kühe aufgezeichnet. Oh, ich habe da noch was. Malst du schon deine? Achso, du malst ein Feuerwehrauto. Fertig. Ach, das ist die Leiter da oben. Und da spritzt Wasser raus. Das siehst du, wie kreativ Kühe ist. Schnell weg damit. Ja, bitte. Hey. Okay. Uff, das nächste. So schaut das nicht aus bei uns, Kühe, genau. Ein Sack. Ja.
Ein merkwürdiger Sack. Den kriegst gleich deinen Punkt, Farming. Oh, oh, was für ein Punkt hat er erst erraten? Für die letzte, fürs Feuerwehrauto. Feuerwehrauto, Farming. Gleich auf mit Sebi und Talia. Uiuiui, die Streber. Ich glaube, so ein Tag arg frei tut ganz gut, gell? Machen wir es mal so. So. Ein leerer Sack? Ach, sag jetzt nicht, du zeichnest den alten Sack. Mm-mm. Okay. Radioaktiver Müll, Biomüll. Stinksack. Oh Mann. Siehst du, der alte Sack sagt auch, das ist er. Tempo? Was? Tempo. Ah. Verschnupfter Sack. Hä? Rotzack? Rotz. Allergie? Ich weiß echt nicht, wie ich das noch anders zeigen soll hier. Geht's im Chat schon? Moment. Donald Trump. magischer Sack, Geldsack, fetter König, alter Sack, alter Sack. Sackbeutel? Schleimbeutel? Ja, Schleimbeutel. Na, dann hat's Ayu deine Schwester. Hey! Na gut, die kennt deine Zeichnungen. Die kennt mich schon seit 23 Jahren, also. Ja. Schleimbeutel. Auf das wäre ich auch nie gekommen. Aber gut. Wie soll ich das? Also. Ich habe keine Ahnung. Einfach einen Schleim und einen Beutel hinmalen. So, ach so, so einfach, ha? Das hat's ja gemacht, mehrfach sogar. Nee, wobei ich halt statt Schleim Rotz gemeint habe, weil es hat eher ausgeschaut wie Rotz. Aber okay, so. Ach, das war gerade deines Flower Power? Okay. Ich habe vom Flower Power auch noch ein ganz schweres. Ich bin am Grübeln, wie ich das machen soll. Dann machen wir zuerst was Leichtes. Wie hättest du denn Schleimbeutel gezeichnet? Sag mir das mal. Ich fand das gar nicht schlecht. Wäre ich wahrscheinlich auch nicht drauf gekommen. Wo kann ich dir denn was zuflüstern? Auf Twitch. Du machst, warte mal, ich schreibe es einfach mal wieder hin. Schrägstrich. W. Dann den Namen. Also Nick. Den Nick. Und dann, was und du flüsterst. Wort. Und damit man das Ganze auch lesen kann, kann man es auch so schreiben. Okay, dann mach noch größer. Ja, ich schau grad wo. Ach, da. Willst du unsere Nix auch noch dazu schreiben? Bitte? Kann dann. Ich machen. Achso, warte, jetzt bin ich da. Putina. Wunschwort. Krieg ich das jetzt noch verschoben? Nein, gell? Ah. Ich glaube nicht. Ja, mit dem Text kenne ich mich auch noch nicht so aus, leider. Nee. Egal, lass mal's. Ihr habt's da oben, das Hübsche von Kühe, das reicht. So, also. Ja. Na gut. Ja, aber das ist gleich weg, wenn du deins wieder wegmachst. Also stimmt, ja. Ja, dann muss ich halt ein neues machen. Dann schreibe ich's auch ordentlich. Handy, Bluetooth. Nein. Ich krieg's nicht gelöscht. Ah! Weg damit! Schwarzes Loch. Saugt die Batterie auf wie nix. WLAN? Nein.
Radioaktivität. Ah, da kam schon. Auch wieder deine Schwester. Die ist gut. Lautsprecher. Das sind Lautsprecher. Das doch, ja. Natürlich. Ich dachte die ganze Zeit, es wären Handys. Ich auch. Hey, das... die ist nicht schlecht, hä? Nein, die ist nicht schlecht, ja. So. Dann schreibe ich da oben und du kannst dir schon mal überlegen, was du tippen willst. So. Welches Wort nehme ich denn? So. Das schaut aus wie ein Alien. Radioaktiv? Bankräuber ist gut. Totenkopf? Nussknacker hat man schon heute. Mhm. Fluch der Karibik, Giftzwerg. Totenflagge? Piratenflagge? Totenschädel mit Doppelkinn ist auch gut. Unterkiefer. Ja! Oh, Farming kam auch gerade drauf. Farming liegt vorne mit 5. Unterkiefer, ja, das war richtig. Oh Mann. Schwierig, schwierig. Ja, aber gut gemacht. Warte, ich schreibe da noch. Aber da ist falsch. Wohin Text weiter drücken. Ich freue mich schon auf das nächste Wort. Yeah. Das ist schön. Gibt es da nicht auch irgendwo... Egal. Also, das nächste Wort. Von einem zu spät kommenden. Gott, konnte ich auch schon mal besser. Ah, meinst du mich? Ja. Oh. Stillleben? Nein. Das sind keine Kirschen. Lunchbeutel? Das waren keine Kirschen, Dano. Petzi aus. Oh Mann. Warte, war schon was Ähnliches. Doggyback? Also Flower Porsche in der Nähe. Zumindest mit dem Teller herüben. Kokosmilch ist auch gut. Und das drüben ist, glaube ich, klar. Ja, ein Sack oder ein Beutel. Genau. Gießkanne, Parfümwasser. Ja, also das hier ist Frühstück. Ist so ähnlich. Es ist nur ein Teil vom Frühstück. Tricksack? Nein. Fruchtsack? Pizzi, kennen die das Wort in Deutschland überhaupt? Ich weiß es nicht. Also sie kennen beide Wörter. Oh Mann, okay. Ja, kennen tun's die Wörter natürlich, ja. An das habe ich nicht gedacht. Blöd.
Teebeutel, Luch, Brotzeit, Fruchtzeug. Sebulus, rette uns, du kennst den Begriff, du bist Österreicher. Das Sebi hat sie schon fast. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Brotzeit. Aber das ist kein Brot. Das ist unfair. Also. Saftdiät. Das war schon halb richtig. Saftsack. Ja, richtig. Yeah! Oh Mann. Bedanke dich für Betty. Und das war praktisch der dritte Ausschnitt aus unserem Tabletop-Simulator-Stream. Ich hoffe, es gefällt euch. Da waren Begriffe drinnen wie Tarzan Hamburg, Portal Knights, Trostpflaster, Brandenburger Tor, Jabur, Feuerwehrauto, Schleimbeutel, Lautsprecher, Unterkiefer und Saftsack. Ja, und das nächste Mal geht's weiter. Oh Mann. Haben wir echt so lang gespielt? Na gut, ich sag tschüss, ciao, baba. Bis zum nächsten Mal.